Hallo, schönen guten Abend wieder in Köln. Und auch wenn hier unsere Lokalakteurin und Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge natürlich zu Recht sagen muss, schönste Stadt, und wir da alle geteilter Meinung sind, aber ich muss schon zugeben, ja, eine meiner Lieblingswahlkampfstädte. Also danke, dass wir heute Abend hier bei euch und bei Ihnen diesen großartigen Wahlkampfabschluss machen können. Bei euch hier im wunderschönen Köln. Und wie ja schon alle eigentlich zuvor gesagt haben, und ich glaube, man kann sich das gar nicht oft genug in Erinnerung rufen in diesen Zeiten und erst recht, wenn man in der Welt unterwegs ist. Was für ein unglaubliches Glück, dass wir unsere Generationen unser Leben lang in Frieden und in Freiheit aufwachsen und leben durften. Das ist das größte Geschenk, was wir haben. Das heißt Europäische Union. Und wir sind nicht nur dankbar, sondern wir tragen eine Verantwortung, diese Europäische Union auch für zukünftige Generationen weiter zu bauen, damit alle weiterhin in Frieden und Freiheit leben können. Und wer selbst in Frieden und in Freiheit leben will, der hat aus meiner Sicht die Verantwortung, überall dort, wo er kann, alles dafür zu tun, dass das auch andere auf dieser Welt können. Denn dieses große Glück Europäische Union ist gerade für uns Deutsche ja nicht vom Himmel gefallen, sondern dieses große Geschenk Europäische Union, Friedens- und Freiheitsunion, ist auch für uns möglich, dass wir im Herzen Europas wieder vereint leben können, weil andere Partner, insbesondere unsere Nachbarländer, uns vergeben haben und für uns da waren, Vertrauen in uns gesteckt haben, mutig Verantwortung dafür getragen haben, dass sie gesagt haben, ja, wir vertrauen auf ein demokratisches Deutschland, wir schaffen gemeinsam diese Friedens- und Freiheitsunion. Und in diesen Zeiten, wo wir 75 Jahre Grundgesetz feiern, ist halt nicht aus meiner Sicht nur wichtig, sich zu erinnern, was diese mutige Verantwortung ist. Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar, für zukünftige Generationen zu sichern, sondern eben auch, was auch in unserer Verfassung steht, alles dafür zu tun, in einem vereinten Europa dem Frieden in der Welt zu dienen. Und daher tun wir gerade in diesen Tagen alles dafür, dass nur wenige Flugstunden von uns entfernt die Menschen in der Ukraine auch eines Tages wieder in Frieden und Freiheit leben können. Das ist unsere Verantwortung. Das ist das, was wir unseren europäischen Nachbarn schulden, die da waren, als wir sie brauchten, jetzt da zu sein, wenn sie uns brauchen. Und ich möchte auch sehr deutlich sagen, weil ich das natürlich immer wieder gerade als Außenministerin höre, dass wir gemeinsam für Frieden einstehen wollen und sollen, bedeutet natürlich jeden Tag daran zu arbeiten, dass Friedensgespräche möglich sind. Aber in einer Zeit, in 2,5 Jahren, wo jeder Versuch, über Frieden zu reden, und ich würde sagen, Frieden fängt vor allen Dingen bei den Kindern an. Jeder Versuch, darüber zu reden mit den russischen Akteuren, dass die verschleppten Kinder aus der Ostukraine endlich wieder freikommen, dass jeder Versuch dazu gescheitert ist, dass weitere Raketenangriffe auch auf Schulen und auf Krankenhäuser von russischer Seite ausgetätigt worden sind. Das macht deutlich, solange die Ukraine uns braucht bei der Verteidigung der Menschen in ihrem Land, auch mit Luftverteidigung, solange werden wir da sein. Und das ist kein Widerspruch zu Gesprächen, sondern das ist eine
Bedingung für Gespräche, dass wir deutlich machen, wir unterstützen die Ukraine, solange sie uns braucht. Und es kann keine Erpressung geben, dass der russische Präsident nur härter zuschlagen muss und dann gibt es Frieden. Nein, ganz im Gegenteil. Er muss seine Truppen zurückziehen. Er muss endlich dafür sorgen, dass die Raketenangriffe aufhören. Dann gibt es Frieden. Es liegt ganz allein in den Händen von Wladimir Putin, diesen Frieden endlich auf den Weg zu bringen. Natürlich gibt es da immer wieder Momente, in denen auch ich verzweifeln könnte, weil das Leid so unglaublich ist und man sich am liebsten die Decke über den Kopf ziehen würde und sagen, ich will mit all dem nichts zu tun haben. Aber man muss sich doch immer wieder fragen, und was passiert dann? Bringt uns das ein Millimeter näher zu einer Freiheit und einem Frieden auf unserem gesamten Kontinent, auch für die Ukraine? Oder füllen dann nicht die Lücken andere? Ich glaube, wir haben immer wieder gesehen, wenn wir nicht die Verantwortung mit übernommen haben, dass wir alles dafür tun, dass Menschen in Freiheit und in Sicherheit leben konnten, dann haben eben diejenigen die Lücken gefüllt, die genau das Gegenteil wollten. Menschen gegeneinander auszuspielen, Spaltung in Gesellschaften herbeizuführen, Menschen aufzuhetzen gegeneinander. Und auch genau das müssen wir verhindern in diesen schwierigen Zeiten, dass wir bereit sind, uns schwierigen Diskussionen zu stellen, weil ansonsten diejenigen, die unsere Demokratie und Freiheit kaputt machen wollen, genau diese Lücken füllen. Und das habe ich auch als meine zentrale Verantwortung gesehen, als Außenministerin mit Blick auf den Nahen Osten. Ich bin ja gerade ein paar Stunden mit dem Zug hierher gefahren. Und natürlich sind es immer wieder Berichte, die ich dann lese, oder ich glaube, Sie alle sehen auch diese Videos. Wenn man sieht, was Kinder in Gaza gerade erleiden müssen. Kinder, die im Staub sitzen. Man kann die Videos nicht alle verifizieren, aber wir haben die Berichte von UNICEF und anderen. Und sich selber einmal vorstellt, was wäre, wenn das mein Kind wäre, das plötzlich alleine ist, weil die Eltern entweder verschüttet sind oder umgekommen sind. Wenn ein kleines Kind nicht weiß, wo es überhaupt hingehen kann und was es zu essen findet. Genau das sind die Momente, wo auch ich denke, es ist nicht mehr zu ertragen. Aber politische Verantwortung, all das, was ich gerade zu unserem Grundgesetz gesagt habe, bedeutet für mich dann eben nicht einfach, solche Videos auszuschalten oder zu sagen, ich lese die Berichte nicht mehr, sondern weiter, wie wir das seit 7,5 Monaten getan haben, sich immer wieder zu fragen, mit Akteuren vor Ort, den Vereinten Nationen darüber zu sprechen, wie zumindest einige Trucks nach Gaza reinkommen können, auch wenn wir wissen, es müssten viel, viel mehr sein. Mit der israelischen Regierung darüber zu sprechen, wie wir die Geiseln, die am 7. Oktober so brutal verschleppt worden sind und wo nach wie vor auch Kinder in den Händen der Hamas-Terroristen sind, wie wir die frei bekommen können. Auszuhalten, dass es eine Gleichzeitigkeit gibt, dass es ein unglaubliches Leid gibt für über 2 Millionen Menschen in Gaza und ein unglaubliches Leid in Israel, was den Holocaust, dieses furchtbare Verbrechen für Israelis, für Jüdinnen und Juden reaktiviert hat. Das ist doch kein Widerspruch, deutlich zu machen. Wir tun alles dafür, dass Menschen in Israel in Frieden und in Sicherheit und Freiheit leben können. Und wir tun alles dafür, dass Menschen in Gaza, in den palästinensischen Gebieten eines Tages ihren eigenen Staat haben und auch in Freiheit und Sicherheit leben können. Für mich ist das die Würde des Menschen groß zu schreiben, unabhängig von seiner Herkunft, unabhängig von seinem Glauben, unabhängig davon, welche Nationalität er hat. Das ist unsere Verantwortung, für Menschlichkeit einzustehen. Oder wie es Margot Friedländer in diesen Tagen so deutlich sagte, es gibt kein jüdisches Blut, es gibt kein muslimisches Blut, es gibt kein christliches Blut. Es gibt nur menschliches Blut. Und die Menschen in den Ländern, die dafür jeden Tag einstehen, zum Teil ihr Leben gehen, die stehen auf dieser Welt zusammen und hinter diesen Menschen stehen wir. Und diejenigen,
Diejenigen, die gegen die Menschlichkeit stehen. Hamas-Terroristen im Nahen Osten. Taliban-Regime in Afghanistan. Eine russische Kriegsführung, die gezielt Krankenhäuser angreift. Und das möchte ich auch deutlich machen, wo nicht irgendwelche Terroristen in den Krankenhäusern sind, sondern gezielt Krankenhäuser angreift, um diese Lebensadern zu zerstören. All diejenigen machen das nicht durch Zufall, dass sie auf die Menschlichkeit zielen, sondern in der Absicht, Menschen zu spalten. Und daher bin ich dankbar, dass in den letzten Tagen, aber auch seit dem Winter, Menschen bei uns in unserem Land so deutlich gemacht haben. Wenn Rechtsextreme Fantasien pflegen, dieses Land zu spalten und schauen, wer wo vor Generationen geboren worden ist. Oder wenn Islamisten ganz gezielt einen Polizisten angreifen, wie das in Mannheim passiert ist, und damit ja nicht nur einem jungen Mann das Leben nehmen, sondern gezielt die Sicherheit in diesem Land, die staatlichen Institutionen, für die die Polizei ja einsteht, angreifen, dann ist das ein Angriff auf unsere liberale Demokratie. Und ich bin dankbar, dass so viele Menschen auf unseren Straßen deutlich gemacht haben, in Demonstrationen seit Januar, Februar. Die größten Demonstrationen, die es in diesem Land gegeben hat, über 3 Millionen Menschen. Wir stehen ein für unsere Verfassung und für unsere Demokratie. Und dass dieselben Menschen deutlich gemacht haben, wenn Rechtsextreme uns angreifen oder wenn Islamisten uns angreifen, wie jetzt in Mannheim, dann stehen wir auch gemeinsam auf, weil es ein Angriff auf uns alle ist, und machen deutlich, Rechtsextremismus und Islamismus ist eine Gefährdung für unsere liberale Demokratie, und da lassen wir uns nicht spalten, egal wen wir als Demokratinnen und Demokraten am Sonntag wählen, egal welches Auto wir fahren oder ob wir uns gesellschaftlich engagieren, ob wir in die Kirche gehen, in eine Synagoge oder in eine Moschee, denn es ist unsere liberale Demokratie, in der wir gemeinsam weiterleben. Und darauf kommt es ebenso an bei dieser Europawahl und vor allen Dingen auch in den nächsten Jahren, dass wir zusammen einstehen, wenn die größte Sicherheitsgefahr unseres Jahrhunderts und die größte Sicherheitsgefahr auf der ganzen Welt, die Klimakrise, wenn die weiter voranschreitet. Da haben wir es alle gemeinsam in der Hand. CO2 kennt keine Grenzen. Wir können die Klimakrise nur gemeinsam eindämmen, als Staaten, als Menschen dieser Welt. Und wir können sie nur gemeinsam eindämmen und müssen sie gemeinsam eindämmen, weil wir mittlerweile ja auch in unserem Land erleben, dass die Ereignisse, die Klimaereignisse, die Extremwetterereignisse vernichten. Wir haben das vor ein paar Jahren in anderen Ländern gesehen, Waldbrände, unglaubliche Überschwemmungen, Dürren. Und wir erleben es aber auch in den letzten Jahren zunehmend bei uns. Wenn wir nicht alles dafür tun, dass wir die Erderwärmung in den Griff bekommen, wir können sie ja nicht mehr rückgängig machen, nicht alles dafür tun, dass wir sie in den Griff bekommen, dann werden diese schlimmen Bilder, die wir auch in den letzten Tagen gesehen haben, aus Baden-Württemberg, aus Bayern und Sie gerade auch in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz aus den letzten Jahren noch in Erinnerung haben, dann werden die zur Tagesordnung immer wieder normal sein. Und genau das müssen wir gemeinsam angehen, dass das nicht passiert. Es spült unsere Heimat weg, es spült unser Zuhause weg und wir haben es in der Hand. Und das Schöne ist ja, anders als bei den Kriegen auf dieser Welt, davon profitieren alle beim Klimaschutz. Wir haben es ja in Deutschland vorgemacht. Mona Neubauer sehe ich hier als Wirtschaftsministerin und Robert Habeck. Das ist das Schöne auch, wenn man bei Bündnis 90 den Grünen im Team agiert. Ja, da können zwei Minister gleichzeitig in Berlin und Nordrhein-Westfalen sein und sagen eigentlich genau das Gleiche. Robert Habeck gerade bei schweren Verhandlungen in Berlin sagt genau das Gleiche zum Klimaschutz wie die Außenministerin hier, dass wenn wir nicht in den Klimaschutz investieren, und zwar jetzt, wir nicht nur unsere Sicherheit mit
mit Blick auf unser Zuhause gefährden, sondern auch den Industriestandort Deutschland. Denn wir wollen doch weiterhin eine der führenden Volkswirtschaften auf dieser Welt bleiben. Wir wollen doch weiterhin Vorreiter sein. Wir wollen doch weiterhin, dass Made in Germany für Fortschritt steht, für neue Technologien. Und ich bin als Außenministerin jetzt auch auf den Klimakonferenzen immer wieder unterwegs. Und da fragt doch kein Mensch mehr, sag mal, wie meint ihr das eigentlich mit dem Klimaschutz? Sondern ganz im Gegenteil. Da gibt es einige Akteure, die schauen sich genau an, was wir Technologisches entwickeln, weil sie uns gerne überholen wollen und hoffen, wenn wir nicht schnell genug sind, dann werden sie wirtschaftlich führend sein. Und andere Länder, die zum Beispiel auch den Kohleausstieg, was ja hier auch in Nordrhein-Westfalen eben nicht so ein Fingerschnips nur war, bei mir in Brandenburg auch nicht, sondern immer auch eine Kraftanstrengung. Da fragen uns Länder, wie habt ihr das eigentlich gemacht? Und das Schöne ist, und auch das ist gelebte Demokratie, da komme ich ja nicht hin und sage, das ist eigentlich total easy, ihr habt es nur noch nicht verstanden, sondern dann deutlich zu machen, wir haben es nur gemeinsam geschafft. Wir haben es nur gemeinsam geschafft, indem sich Unternehmen, indem sich Parteien, indem sich Umweltverbände, Gewerkschaftlerinnen zusammengetan haben, bereit waren, die Sicht des anderen zu sehen, zuzuhören und nicht auf die erste Frage, wo sollen die Arbeitsplätze denn herkommen, sagen, ist mir doch egal, sondern sich zu überlegen, hey, was wäre eigentlich meine Antwort darauf? Oder diejenigen, die Frage hatten, wie können wir dann aber unsere Stromversorgung sichern, sich auch zu überlegen, ich könnte ja mal bei den NGOs nachfragen, was die eigentlich ausgerechnet haben. Die Klimapolitik, die Energiepolitik ist nach wie vor ein Exportschlager. Er ist das, worum uns andere beneiden, weil wir gezeigt haben, gerade als Gesellschaft konnten wir es nur gemeinsam angehen, aber wir sind es auch gemeinsam angegangen und sind jetzt gerade bei den grünen Technologien eben diejenigen, die international auch wirtschaftlich davon profitieren. Und daher kann ich überhaupt nicht verstehen, wie jetzt bei der Europawahl eine der zentralen Parteien aus Deutschland, die Konservativen, plötzlich anfangen, wo alle sagen, hey, wir hätten großes Interesse daran, jetzt die Deutschen und die Europäer zu überholen, dass wir im Zweifel sagen, ja, das schenken wir jetzt euch mal, weil wir wollen den Green New Deal wieder abschaffen. Ich meine, unsere Mitbewerber, unsere Konkurrenten auf der Welt würden sich doch nur freuen. Warum machen denn die Amerikaner eine Gesetzgebung, dass ihre Industrie im grünen Bereich nochmal gepusht wird? Warum streiten wir uns denn mit den Chinesen darüber, dass sie illegale Subventionen auf ihre Elektromobilität ausrichten? Weil sie alle Sorge haben, dass sie eben nicht so stark wirtschaftlich sind wie die Europäer in dem grünen Bereich. Die würden sich doch die Hände reiben, wenn wir jetzt sagen, und das weckeln wir jetzt alles wieder rückwärts ab. Das ist nicht nur eine fatale Klimapolitik, das ist eine rückwärtsgewandte Industriepolitik. Und genau das wollen wir nicht. Wir wollen Europa, wir wollen die EU zum ersten wirtschaftsneutralen Kontinent machen. Wir sind kurz vor der EM. Da treten wir doch nicht an und sagen, Viertelfinale wäre auch ganz schön. Nein! Wir müssen doch immer das sehen, was pusht einen wirklich. Ambition, klare Ziele zu haben. Und so wie wir hier vielleicht alle mit Blick auf unsere EM natürlich unserer deutschen Mannschaft die Daumen drücken, dass sie es bis ins Finale schaffen, so haben wir als Bündnis 90 die Grünen, dass wir Europa zum ersten klimaneutralen Kontinent machen, weil wir an unsere innovative Stärke glauben, weil wir an unsere Industrie glauben und weil wir an die Menschen in unserem Land glauben, die in den letzten Generationen gezeigt haben, was alles in Deutschland steckt. Und das gemeinsam europäisch als starke Europäische Union. Und als Mutter zweier Töchter, und hier sind ja auch viele Kinder auf dem Platz, möchte ich ehrlich gesagt auch sagen, also ich hoffe noch ein bisschen länger in diesem wunderschönen Europa in Frieden und Freiheit zu leben. Und ich möchte ehrlich gesagt nicht, dass meine Kinder, wenn sie dann so alt sind wie ich heute, mich fragen, Mama, wie konntet ihr das eigentlich so
vermasseln. Dass ihr als Europa nicht eure Stärke gezeigt habt. Ihr seid einer der größten Binnenmärkte. Ihr habt dafür gesorgt, dass Menschenrechte, dass Klimaschutz für euch alle gemeinsam gilt. Warum habt ihr daraus nicht eure Stärke gezogen? Ich möchte, dass meine Kinder mich dann fragen, wie habt ihr das geschafft? Und meine Antwort ist, durch ein starkes Europa, das an sich glaubt, das seine Potenziale voll ausschützt, das darauf setzt, dass die europäische Industrie stark ist, weil sie Kinderarbeit aus anderen Ländern nicht auf den Markt lässt, wie durch das Lieferkettengesetz, weil sie Forschung und Innovation voranbringt und weil sie gemeinsam investiert in die Zukunft Europas. Und wie fortschrittlich diese Europäische Union sein kann, auch wenn manche jetzt plakatieren, Bürokratie dauert alles so lange, ist so kompliziert in der EU. Ehrlich gesagt, diese Plakate, die kann ich einfach schon, eigentlich seitdem ich lebe, nicht leiden. Ja? Dieses Finger nach Brüssel zeigen, das ist immer total easy. Ich meine, wir müssen uns nur mal im Bereich soziale Rechte anschauen, wo die Europäische Union immer Vorreiter war. Man nennt immer den Umweltbereich, aber all das, was wir gerade beim Zusammenhalt der Gesellschaft geschafft haben, das kam super oft aus Brüssel. Und da wir heute Abend ja auch alle noch nach Hause gehen wollen, zähle ich das jetzt nicht alles auf. Ich nenne nur mal ein Beispiel. Dass bei der Europawahl jetzt 16-Jährige wählen können, ist eine Selbstverständlichkeit. Aber im Deutschen Bundestag haben wir es noch nicht geschafft, weil es offensichtlich dort eine Partei gibt, die CDU, CSU, die das unseren jungen Menschen nicht zutraut. Auch hier sieht man, die Europäische Union ist Vorreiter. Sie ist Vorreiter, weil dort mutig Verantwortung übernommen wird, gerade auch für die jüngere Generation. So, und all das ist aber nicht vom Himmel gefallen. All das ist nicht vom Himmel gefallen, sondern es brauchte Menschen, die mutig Verantwortung übernommen haben. Robert Schuman, französische Politiker und andere, die gesagt haben, wir sind bereit, mit den Deutschen über eine damals Montanunion, Kohleunion ins Gespräch zu kommen. Aber es brauchte auch mutige Menschen. Und ich glaube, das dürfen wir nicht vergessen. Einige waren vielleicht unsere Großeltern. Und andere waren damals Trainer von einer F-Jugend, die zwischen Baden-Württemberg und Frankreich im Elsass überlegt haben, können wir nach diesem furchtbaren Krieg es unseren Kindern zumuten, gegeneinander Fußball zu spielen. So ist Europa entstanden, dass Menschen sich wieder vertraut haben, dass Väter und Mütter im Elsass gesagt haben, okay, wir fahren jetzt nach Deutschland, unsere Jungs spielen da Fußball und da stehen vielleicht andere Männer am Platz, die vielleicht vor ein paar Jahren noch auf uns geschossen haben. Aber wir machen das, wir trauen uns das. Ich glaube, darüber und daran sollten wir jetzt am Sonntag denken. Wir haben das große Glück, dass wir uns nicht Gedanken machen müssen, ob wir mit und gegeneinander Fußball spielen wollen, sondern es findet einfach eine Europameisterschaft statt, wo alle hart kämpfen im Spiel und sich dann freuen, dass das freie Europa gewinnt. Und dass wir uns am Sonntag deutlich machen, wenn wir zur Wahl gehen, dann gibt es Menschen auf diesem Kontinent, die hätten in diesen Tagen gerne über ihren Präsidenten abgestimmt. Sie konnten es aber nicht. Sie konnten es nicht in Russland, weil da Soldaten nicht am Fußballplatz, sondern in der Wahlkabine standen und genau hingeschaut haben, wie die Wahl ausgeht. Das war in Russland. Und andere konnten es nicht in der Ukraine, weil ein Teil ihres Landes besetzt ist und dort nicht gewählt werden konnten, obwohl eigentlich gerade die Präsidentschaftswahlen anstehen. Das heißt, unser Wahlaufruf jetzt für den 9. Juni ist auch ein Wahlaufruf, wo wir deutlich machen, es ist so ein Privileg, dass wir einfach frei in diese Wahllokale gehen können. Es ist so ein Privileg, dass wir sagen können, ich kann jede Partei ankreuzen, ich kann tun, was ich will, ich kann auch nicht hingehen. Aber vielleicht ist dieses Nicht-Hingehen dann auch ein Zeichen an diejenigen, die in anderen Ländern gerne wählen wollten, aber es nicht könnten. Deswegen ist nicht nur
unser Appell, am 9. Juni wählen zu gehen, ein Appell, weil natürlich alle demokratischen Parteien hoffen, dass sie gewählt werden, sondern für uns eine Freiheits- und Friedenswahl. Und deswegen dieser eindringliche Appell, rufen Sie Ihre Schwiegermutter an, kontaktieren Sie Ihren Ex-Freund, manche kennen diesen Spruch schon von mir, aber es macht eben einen Unterschied, ob bei dieser Wahl 50, 60, 70 oder 90% der Bevölkerung wählen gehen. Deutlich machen, das ist unser Privileg. Eine Demokratie, die europäische Demokratie, lebt von starken Wahlen und lebt von starken Demokratinnen und Demokraten. Und daher wählen Sie am 9. Juni, gehen Sie hin, nehmen Sie drei Leute mit und sagen, wir wählen auch für die Menschen in der Ukraine und wir wählen für die Demokratinnen und Demokraten in Russland, die so gerne diese freien Wahlen hätten. Und wenn Sie sich dann noch überlegen, Bündnis 90, die Grünen zu wählen, dann macht uns das hier auch sehr glücklich und vielleicht auch gut für die Zukunft Ihrer Kinder. Aber das Wichtigste ist, gehen Sie wählen und wählen Sie demokratisch. Herzlichen Dank, Köln, vive l'Europe, auf unser gemeinsames Europa. Annalena Baerbock, meine Damen und Herren. Vielen Dank für diese grandiosen Worte.